Hätte der so ein Cognac-Glas in der Hand? Ja, so. Zuerst, steht so Mann, kommen so. Die schweren Fragen. Ich gehe an den Shit jetzt taktisch ran. So ein Ding ist es. Richtig oder wahr? Richtig genau. Oder wahr? Ich sneak mich hier so ekelhaft durch, ne, weg. Ich bin jetzt voll im Drecksack. Und wieder mit 2 Minuten. Luna, wie viele Tage hat ein Schaltjahr? 366. Richtig. Revi, von wem stammt das Zitat? Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Neil Armstrong, als er auf den Mond gesteppt ist. Richtig. Basti, wie nennt man die Schwester der Mutter? Die Tante. Mhm. Isa, in welchem Land ist Pablo Picasso geboren? Italien. Spanien. Luna, in welchem Jahr wurde der Euro eingeführt? 2001. 2002. Revi, von wem stammt das Gemälde der Mona Lisa? Das ist von Leonardo da Vinci. Richtig. Basti, wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? George Washington. Richtig. Isa, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 12. 16. Luna, nenne 5 Länder, die an Deutschland grenzen. Niederlande, Frankreich, Belgien. Wie viel habe ich? Schweiz. Eins noch. Eins. Luxemburg. Richtig. Revi, wie lange dauert der 100-jährige Krieg? Plus minus 10 Jahre. Ja, actually nicht 100 Jahre, glaube ich. Ich glaube 90 oder sowas, ne? Es sind 116. Oh, krass. Basti, wer war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. Richtig. Langweilt auch Konrad Adenauer. Nein, Mann, ich. Das war's nicht. Konrad Adenauer. Isa, zu welchem Land gehört Grönland politisch? Ja, keine Ahnung. Politisch gehört es zu Island. Dänemark. Dänemark, ne? Gut, dann dürft ihr wieder voten. Ja, ihr dürft wieder voten. Hey, Mann, Sascha, halt den Maul. Boxt ihr euch manchmal so? Ja, immer, hä? Krass. Ey, Basti, deine Antwort gerade war so geil. Konrad Adenauer. So, Mann, ich hab mich konzentriert, das klang jetzt. Hätte der so ein Cognac-Glas in der Hand? Ja, so. Zuerst, er steht so. Mann, kommen so. Die schweren Fragen. Hab genervt, auf seine Zigarre abgeascht, so, ja. Okay, also, Basti wählt Isa, Isa wählt Luna, Luna, Isa, Revi, Isa, damit hat Isa auch ihr erstes Herz verloren. Ja. Euch alle. Ich hasse euch eh. Hey, chill. Du gehst doch auf Mutter. Ich wollte gerade sagen. Ich hab nichts gegen euch. Noch nicht. Gut. Hä? Noch nicht. Wir sind noch dran. Ich hab noch was. Okay, 2 Minuten ab jetzt. Luna, wer sang 2 mal 3 macht 4? Pippi Langstrumpf. Richtig. Revi, nenne 2 Parteien, die an einer Jamaika-Koalition beteiligt sind. CDU und die FDP, beziehungsweise die Union. Das lasse ich so ziehen. Das war super. Mann. Basti, wie geht der Spruch weiter? Verliebt, verlobt? Verheiratet. Ja, richtig. Die hätte ich doch gebraucht, die Frage. Isa, welche Farbe bekommt man, wenn du blau und gelb mischt? Ja, grün. Richtig. Luna, wo werden auf jedem Smartphone Fotos gespeichert? Hä? Wo werden auf jedem in der Fotogalerie oder? Richtig. Ach so, okay. Revi, wie wird die Zahl unter dem Bruchstrich bezeichnet? Nenner und Zähler. Zähler. Nee, ist der Nenner. Ist der Nenner und Zähler ist oben. Basti, wer schrieb den Erlkönig? Goethe. Richtig. Isa, in welchem Land wohnen die meisten Menschen? Du lachst. Wir alle drei lachen gerade so. Ja, Isa, weil ich dachte, wir bekommen. Gott sei Dank hat Basti die bekommen. Ja. Isa, in welchem Land wohnen die meisten Menschen? Indien. China, hatten wir schon mal die Frage. Luna. Aber ist es jetzt nicht Indien? Nee, ist falsch. Nee, ist China. Luna, Lichtwellen bewegen sich schneller als Schallwellen. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Genau. Revi, von wem stammt die Relativitätstheorie? Albert Einstein. Richtig. Basti, nenne 2 Extensions, mit denen man bei Twitch extra Emotes hinzufügen kann. 7TV und Frankerface. Richtig. Aha, BTTV. Die Zeit ist vorbei. So, endlich mal aufhören, was zu wissen. Der Chat sagt, in einigen Jahren wird es Indien sein. Ich habe halt in die Zukunft gedacht, weißt du? Denk ja, halt einfach weitdenkend. Bei Indien 1,4 Milliarden, China auch. Ja. Aber die Frage hatten wir jetzt schon mal, daher lost. Ja, das hatten wir die heute actually wahrscheinlich falsch. Ja, ich habe die vorhin beantwortet, ja. Habt ihr alle gevotet? Habt ihr alle neue Entries? Isa muss auch voten. Ja, komm, ich weiß ganz genau, wen ihr votet. Basti votet Isa. Isa votet Revi. Luna votet Isa. Revi votet Isa. Und damit verliert Isa noch ein Herz.
Und Basti hat noch 3, Luna 2 und Revi und Isa haben 1 Herz. Lass mal ein bisschen taktisch hier rangehen. Wir sind beide mit 1 Herzen hier. Basti muss jetzt auch mal ehrlich kassieren. Basti, kannst du mal eine Frage so richtig two-head beantworten einfach? Basti, es würde passieren, aber dann ist die Schwesterpartei von der CDU und du sagst einfach Malaysia, Digga, und lachst. Ja. Sowas Malaysia. Malaysia. Bei Fußball weißt du alles, bei Flaggen weißt du alles, Geografie, Politik, Geschichte. Bei Musik bist du aber, glaube ich, nicht so strong, oder? Musik bin ich schwach, ich bin auch in Bio, ich bin in Physik schwach. Aha. Aber Universum-Shit weißt du wieder. Aber ich sag lieber nicht mehr, weil Toni manchmal so noch eine Frage zwischenschiebt, so auf spontane. So, jetzt machen wir weiter mit genau 2 Minuten Zeit. Ich bin nervös, jetzt muss ich direkt pipi. Isa, wie oft gewann Michael Schumacher die Formel 1 Fahrerweltmeisterschaften? Zweite Mal. Es sind 7. Luna, wann wurde das erste iPhone vorgestellt? 2006. 7. Revi, Pinguine haben kalte Füße. Falsch oder wahr? Ja, ich guess, sonst frieren die ja an. Die haben kalte Füße, ja. Ja. Basti, man kann im Weltraum Geräusche hören. Falsch oder wahr? Mann nicht. Genau. Das Isa, Lewandowski nicht. Ist bei Bayern München unter Vertrag. Wahr oder falsch? Junge, wahr. Nee, ist falsch. Der ist mittlerweile bei Barcelona. Fußball. Okay, dann jetzt die Frage. Hatte Leonardo DiCaprio schon mal eine Freundin, die älter als 25 war? Oh mein Gott, das hätte ich gewusst. Warum nicht? An mich? Ja. Das war ich, ne? Ja. Mhm. Inzwischen ja, weil jetzt gerade heute Morgen, glaube ich, die Meldung reinkam, dass er mit einer so datet, die 30 ist. Aber ja, bis davor war es nur 25. Ja. Das stimmt. Er datet jetzt Gigi Hadid, die ist 27, glaube ich. Er ist jetzt Level Up. Revi, wie heißt der neue König von England? Prinz Charles wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Basti, wie heißt Prinz Harrys Frau? Das ist die Schauspielerin von Suits. Meghan Markle? Richtig. Selbst Dinge, die er nicht weiß er. Zeit ist vorbei. Dann nichts mehr, Merkel, Isa. Merkel, wäre so geil. Yes, Merkel, Merkel. Boah, das war aber eine interessante Runde. Strong, aber. Gut, dann dürft ihr wieder voten. Boah, Mann, das ist jetzt scheiße, ne? Ja. Nee, Digga, ich mach da nicht mit. Ich gehe an den Shit jetzt taktisch ran. So ein Ding ist es. Wenn du mich jetzt findest, ich hab alles richtig beantwortet. Das wäre scheiße. Ich hab dich extra nicht gewotet. Dann kriegst du jetzt den Vot rein. Selber schuld. So. Oh, ja. Du, ich hab gar nicht gesagt, dass ich dich gewählt habe. Okay. Ich sag doch taktisch. Denk doch mal, was das bedeutet. Taktisch. Wir haben ein Stechen. 2 Stimmen für Basti, 2 für Isa. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich gebe euch eine Schätzfrage. Hatte ich was falsch? Ich wollte es mal ganz kurz wiederholen. Nee, aber du hast voll viele Herzen. Okay. Und ihr macht wirklich auf Taktik, ihr Schweine. Richtig sauer. Okay. Also, die Frage ist, wie viel % der Erde sind von Wasser bedeckt? Ja, man sieht es bei mir. Also... Aber ja, stimmt. Ich habe zwar nicht 3 gesagt, aber wir haben beide reingeschickt. Isa sagt 90, Basti sagt 70 und es sind 70. Deswegen verliert Isa leider ein Herz und ist damit leider draußen. Mmh. Gut, aber Isa... Ich kann nur verlieren. Weit gekommen. Sehr weit gekommen, Isa. Fangfrage gegen den. Machen wir nicht nochmal voten? Das wäre besser gewesen. Einfach nochmal. Also. Nee, ich kann aber das nicht. Aber GG, Isa. Danke, dass du dabei warst. Sehr weit gekommen. Ich bin schon hart dämlich, aber ey, manchmal muss man auch einfach eine dumme Antwort raushauen. So, und ich danke dir fürs Mitmachen, Isa. Okay, haut rein. Fürs spontane dabei sein. Tschö, tschö. Tschüss. Bis zum nächsten Mal oder so. Luna, wir müssen es jetzt taktisch spielen, ne? Denk dran. Junge. Egal. Ich sneak mich hier so ekelhaft durch, ne? Wirklich. Du bist ein richtiger Drecksack, ne? Ja. Nein. Und gleich, wenn Basti dann weniger hat, dann sagst du, Basti, wir müssen uns jetzt taktisch hier... Guck mal, wir müssen mal jetzt einfach mal schauen, dass wir das irgendwie vernünftig auch jetzt hier hinbekommen. Alright, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine schöne fette 3-Minuten-Runde. Also, ich sag's, wie es ist, ihr seid jetzt die letzten 3. Wenn einer rausfliegt, ist Finale. Ach so, von ja. daher geht's jetzt nochmal in die 3 Minuten und geht los um die Wurst ab. Jetzt. Und wir haben 3, 2, 1 Herzen, nice. Luna, zu welcher Spielergeneration gehören die neuen Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur? 12. müsste das sein. Zur 9. So Revi, welches Sternzeichen hat jemand, der am 15. Mai geboren wurde? Digga, was weiß ich denn, Alter? Jungfrau, was da vor Jungfrau? Digga, Stier, keine Ahnung. Richtig. Ah. Basti, ein Kubikmeter umfasst wie viel Liter? Ein Kubikmeter sind 10.000 Liter. 1.000. Luna, was ist das flächenmäßig kleinste Bundesland? Berlin? Bremen. Hamburg. Bremen. Revi, mit welcher Kabelfarbe wird ein Erdungskanal normalerweise gekennzeichnet? Grün-Gelb. Richtig. Basti, Beat It, Billie Jean und Smooth Criminal sind von welchem Interpreten? Michael Jackson. Richtig. Luna,
Wie nennt man den Nachwuchs von Rehen? Kids. Richtig. Revi, zu wem gehört die Marke Jordan? Michael Jordan, obviously. Ja, es, ja, ging, also, um, es ging eigentlich um Nike. Achso, Nike, ja, okay, dann ist es, ja, aber das, okay. Ich verstehe, okay, wie man die Frage falsch verstehen kann. Offen formuliert, ne? Basti, wann war der Einsturz des World Trade Centers? Am 11. September 2001. Richtig. Luna, buchstabiere Arzt. A-R-Z-T. Richtig. Revi, durchs Drücken der Tasten Alt-Steuerung und Entfernen kann man was öffnen? Task Manager. Richtig. Basti, aus welchen Filmen stammen die berühmten Worte "Ich sehe tote Menschen"? Das wurde bestimmt häufiger gesagt, oder? Also, Nee, aber es gibt einen so einen Film. Resident der Evil. Der Film. Sixth Sense. Luna, wie nennt man die Färbung des Himmels bei Sonnenuntergang? Abendrot? Richtig. Revi, die Sportart, bei der man auf Pferden mit einem langen Holzschläger Bälle in ein Tor schlägt, nennt man? Cricket. Polo. Polo ist es. Was ist denn Cricket? Ist es nicht auch sowas mit Pferden? Ohne Pferde. Nee, ah, okay, das ist die Scheiße ohne Pferde. Basti, Videospiele, die eine frei begehbare Spielewelt hat, nennt man? Open World. Richtig. Luna, vervollständige das Sprichwort. Wer zuerst kommt? Kommt zuerst. Ihm bestraft das Leben. Mal zuerst. Mal zuerst. Holy shit. Revi, was bedeutet die Abkürzung CL auf beispielsweise Schnapsgläsern? Zentiliter. Richtig. Basti, komplett reines Wasser würde keinen Strom leiten. Richtig oder wahr? Was? Wahr. Richtig, genau. Oder wahr? Richtig oder falsch? Richtig oder wahr? Richtig oder wahr ist auch gut, ja. Zeit ist vorbei. Was waren die ersten Fragen so noch? Ich komm auch da, überhaupt nicht mehr hinterher, das gemacht. Ist so lang. Ich hab alles richtig gemacht. Wie kann man wirklich nicht kommen? Warte, da hattest du wirklich nichts falsch, Revi? Ja, ich hab Cricket gesagt, anstatt Polo, Digga. Das fehlt, das fehlt. Ja. Aber ihr habt mehr falsch als ich. Damit habe ich gewonnen. Richtig oder wahr? Basti votet Luna, Luna votet Basti und Revi votet Luna. Dementsprechend verliert Luna auch ein Herz. Basti hat noch 3 und Luna und Revi haben 1. Und es geht weiter. Und jetzt habe ich Luna taktisch in der Situation, wo ich sie haben wollte, weil jetzt müssen wir zusammen spielen. Verstehst du? Du bist so ein Drecksack, weißt du. Nein, guck mal. Weil ich alles geplant. Basti, guck mal, was das für ein Typ ist. Ja, guck mal, was das für ein Typ ist, Basti. Ihr spielt Schach, aber gegen euch selber mit Würfeln. Oder so. Aber keine vielleicht Ahnung, spielen wir auch gegen dich jetzt, Revi, weil du dich ja, so benimmst. Wie die Axt im Walde. Ja, dann gehe ich jetzt raus. Wie lange, bist du eigentlich so schon auf einem Herzen? Ne? Du warst richtig früh schon was verloren. Seit der dritten Runde. Richtig lucky. 3 Minuten starten ab jetzt. Luna, was läuft am Ende eines Kinofilms? Der Abspann? Richtig. Revi, die Abkürzung aus dem Gaming-Bereich ESL steht für? Electronic Sports League. Richtig. Basti, buchstabiere Letzter. L-E-T-Z-T-E-R. Richtig. Luna, Spaghetti mit Hackfleisch und Tomatensauce nennt man? Bolognese. Richtig. Revi, welche giftige Substanz war früher in Thermometern? Quecksilber. Richtig. Basti, Kameras, die unmittelbar nach der Aufnahme ein fertiges, entwickeltes Foto auswerfen, nennt man? Polaroid. Richtig. Luna, die Freiheitsstatue ist ein Geschenk des spanischen Volkes an die Vereinigten Staaten. Richtig oder falsch? Falsch. Frankreich. Genau, es war Frankreich. Revi, ein kleines, rundes Gebäckstück aus Hefeteig, meist mit Marmelade gefüllt, nennt man? Liebesgrübchen. Diese Kekse oder was meinst du? Oder Berliner? Genau. Berliner Krapfenkrabbel, wie ihr es auch immer nennen wollt. Pfannkuchen. Probleme, ja. Digga. Pfannkuchen ist falsch, Punkt. Basti, Frosties, Schoko Krispies, Max und Tresor sind Marken welches Konzerns? Kellogg's. Richtig. Luna, welches iPhone erschien dieses Jahr? Oder erscheint? Jetzt erscheint. Ganz frisch das 13. 14. Ja. Oh. Revi, wie nennt man die Grenze zwischen Himmel und Erde? Grenze wie Horizont. Richtig. Basti, von welchem Tier stammen alle Hunde ab? Vom Wolf. Richtig. Luna, die Pflanzen Venusfliegenfalle, Sumpfkrug, Wasserfalle und Kannenpflanze nennt man umgangssprachlich? Fliegen, also die fressende Fleischpflanze. Wie heißen die? Fleischfressende Pflanzen, so rum. Richtig. Revi, nenne 3 Nachbarländer von Italien. Österreich, Schweiz und Frankreich. Richtig. Basti, wo wird die Queen begraben? Boah, ja, in London. Ja, im Schloss Windsor, westlich von London. Luna, welche Spielwelt wurde in 2 GTA-Titeln verwendet? San Andreas, ich habe keine Ahnung. Richtig. Die Worte Lauf, Forrest, Lauf stammen aus welchem Film? Forrest Gump. Richtig. Wie lautet der vollständige Name der Streaming-Software OBS? Open Broadcaster Software. Richtig. Luna, wie viele Knochen hat der menschliche Kiefer? Der Kiefer? Mhm. Spontan sagen, 1. 2. Oben und oben. Achso, oben und unten. Ah, okay. Revi, die Sonne ist der Planet mit dem größten Umfang in unserem Sonnensystem. Richtig oder falsch? Die Zeit ist leider abgelaufen. Ich werde mich dazu nicht äußern.
Ich habe eine fehlerfreie Runde hingelegt. Mir kann man nichts vorwerfen. Ich werde gewinnen. Gut, dann dürft ihr wieder voten. Es ist so funny. Gut, dann lösen wir auf. Basti wählt Luna, aber Luna wählt Basti und Revi wählt auch Basti. Nein! Revi, du bist voll im Drecksack! Yo. No way, Revi! West-London und nicht London, West-London! Aber Revi, ich hätte sowas von rausfliegen müssen. Revi, come on! Ich will aber hier noch zusammen mit euch spielen. Und wenn ich gegen Basti ins Finale gehe, dann muss er geschwächt dastehen. Dann gehen wir weiter. Die letzte Frage war Revi, dann geht's danach weiter mit Basti und die Zeit startet jetzt. Basti, 100 Meilen pro Stunde sind mehr oder weniger als 100 km/h? Weniger. Es ist mehr. Luna, Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren sind eigentlich Nüsse. Richtig oder falsch? Richtig. Genau. Revi, welche Flüssigkeit benutzt man in E-Zigaretten? Liquid halt, so Zigarettenliquid. Ja. Tabak. Basti, was befindet sich in den, oder was sammelt sich in den Höckern auf dem Rücken eines Kamels? Wasser. Es ist Fett. Luna, Schlangen schlafen mit offenen Augen. Richtig oder falsch? Richtig. Genau. Revi, eine Gruppe von Musikern, die von einem Dirigenten geleitet wird, nennt man? Orchester. Genau. Basti, welche Farbe hat die österreichische Flagge? Welche Farben? Genau. Luna, welcher Planet unseres Sonnensystems ist der Sonne am nächsten? Merkur? Mhm. Revi, wie lautet die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Ja. Basti, in welcher Stadt findet sich der Big Ben? In London. Ja. Luna, wann begann der Zweite Weltkrieg? 1920, keine Ahnung. 39. Revi, wie viele Zeitzonen gehört Russland an? Ich glaube 4. Es sind 11. Basti, wie viele Flächen hat ein Kegel? 2. Richtig. Luna, was passiert, wenn man beim Billard die schwarze 8 zu früh versenkt? Man verliert. Richtig. Revi, wie oft ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden? 3-mal. 4. Ah ja, stimmt. Okay. Basti, vervollständige, wer A sagt, muss? Auch B sagen. Richtig. Luna, wer regiert Deutschland? Also die Amtsbezeichnung. Bundespräsident. Hier steht der Bundeskanzler. Revi, eine Kreuzung aus Tiger und Löwe nennt man Liga. Richtig oder falsch? Ja, geht das überhaupt? Ja, gibt's? Ja. Und Basti, Daten auf dem PC werden wo gespeichert? Auf der Festplatte. Richtig. Luna, was ist die höchste Punktzahl, die man bei einem Wurf in Dart erreichen kann? 36. Das sind 60, Triple 20. Revi, welches pinke, runde Wesen saugt bei Nintendo die Gegner ein? Kirby. Richtig. Basti, für was steht BMW? Bayerische Motorwerke. Richtig, Bayerische Motorenwerke. Motoren. Ja, okay. Boah, Revi, come on. Und damit ist die Zeit vorbei. Der Kanzler regiert und der Bundespräsident ist repräsentativ nicht regierend. Basti, es ist Fett, kein tricky. Wasser. Ja, das ist aber, das ist was sehr oft falsch ist, weil dieser Urglaube. Das hat man in der Schule, ich schwöre, das hat in meinem Biobuch stand das damals, ehrlich jetzt. Aber so richtig Klugscheißer zu sein, sind es tatsächlich Trampeltiere und keine Kamele. Kamele ist nämlich die Überart. Und da gehören auch Dromedare. Und dafür kriegst du den Vote. Es ist gerade wirklich schwer, ne? Aber ich glaube, Dromedare tun, glaube ich, auch Fett in ihren Höckern sammeln. Ja, ja, das war wegen der 2 Höcker letztens. Ich habe das auch letztens erst gelernt. Okay, Revi, du musst noch voten. Ja, ich weiß es nicht, Digga. Ich muss auf Nummer sicher gehen hier. Basti wählt Luna, Luna Basti und Revi Luna. Dementsprechend ist Luna draußen. Aber ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. Du bist vor allem damit, dass du, glaube ich, das erste Mal bei der dümmste Flieg mitgemacht hast. Smart, ne? Unendlich weit gekommen. Dankeschön. Also. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gerne wieder. Also, ey, viel Spaß euch noch. Wir gucken danke. Jetzt zu, wer von euch jetzt gewinnt. Ja, Digga, ciao. Jetzt scheiße ich halt rein. Was soll ich noch machen, Digga? Der Typ ist komm, so Revi. Krank, Digga, der hat so ein Gehirn, versuch Alter. Versuch wenigstens. Let's go. Oh, ciao. Bissi. Okay, also wie das Finale jetzt funktioniert, basically. Wir machen jetzt nicht mehr auf Zeit, sondern ihr kriegt beide von mir dieselben 10 Fragen. Und der von euch beiden bei diesen 10 Fragen mehr richtig hat, hat gewonnen. Aber wir hören ja die Antworten vom anderen. Nein, weil Basti hat mehr Herzen. Das heißt, Basti darf entscheiden, ob er als erstes will oder als zweites. Und die andere Person muss müden und halt darf die Fragen nicht mitbekommen. Und den Chat zumachen. Das auch. Dann mache ich zuerst, dann sieht man es bei Revi, wenn er sich wegsetzt. Dann geht er zu Akani. Die Fragen sind eigentlich okay. Basti, du hast keinen Zeitdruck, also kannst einfach entspannt antworten. Erste Frage. Wie heißen die 3 Primärfarben? Rot, Grün, Blau. In welchem Jahr erschienen die ersten Pokémon-Spiele? Boah, wahrscheinlich dann im asiatischen Raum, nicht in Deutschland, ne? Ja, so genau werde ich... Darum wird es wahrscheinlich gehen, ja. Im asiatischen Raum ist halt vor der ersten Generation, also in Deutschland kennt man Rot, Blau, Gelb und ich glaube in Asien war das ja irgendwie
gab es auch eine grüne. Aber ich wüsste es. Es geht um Asien auf jeden Fall. Ich wüsste es nicht genau. Das müsste 1995. Wie heißt die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz? Mainz. Für was steht die Abkürzung BGB? BGB, Bundesgesetzbuch. Was hat Helium für ein Formelzeichen? HE. Wie hoch hängt ein Basketballkorb? 5,5 Meter. Was ist die Hauptstadt von Polen? Warschau. Richtig oder falsch? Der kleinste Knochen im Körper ist im Kiefer. Okay, welcher könnte denn kleiner sein? Das klingt nach einer tricky Frage, ich sag einfach mal ja. Zu welchem Kontinent gehört Grönland? Also politisch halt zu Europa, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, politisch Europa. Wie heißt die Währung in Japan? Yen. Gut, das waren deine Fragen. Dann darf Revi. Jetzt wird er nicht hergucken. Eigentlich nicht. Aha. Ich bin so blind, ich hätte nicht mal gesehen, wenn ihr Daumen hoch gemacht habt ohne Brille, ne? Oh. Ich hätte das nicht erkannt. Revi, du kriegst jetzt dieselben 10 Fragen wie Basti. Aber Basti ist hier drin, das macht mich nervös. Ja, aber der darf zuhören jetzt. Also, oder Revi, Basti? Bist du ready? Ja, let's go. Okay, also, erste Frage. Wie heißen die 3 Primärfarben? Rot, Gelb und Grün. In welchem Jahr erschienen die ersten Pokémon-Spiele? Es geht hierbei um die Release in Asien. Game Boy oder so, ne? Ich kann dir nicht die sagen, was... 1998. Wie heißt die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz? Mainz. Für was steht die Abkürzung BGB? Bürgerliches Gesetzbuch. Was hat Helium für ein Formelzeichen? Formelzeichen, also... Oder du willst... Chemisch. Die chemische Abkürzung. Mhm. HE. Wie hoch hängt ein Basketballkorb? 2,60 Meter. Was ist die Hauptstadt von Polen? Prag. Richtig oder falsch? Der kleinste Knochen im Körper ist im Kiefer. Nein, der ist im Ohr. Zu welchem Kontinent gehört Grönland? Yes, zu Nordamerika ist am nächsten dran. Oder nein, stopp, zur Antarktis? Geht das? Ist das ein Kontinent? Einwort einloggen? Nee, Nordamerika. Wie heißt die Währung in Japan? Yen. Das waren die 10 Fragen. Ich hab mehr falsch. So. Basti weiß auch noch nicht, wie viel er richtig hat. Nur Chat, wenn er mitgezählt hat, vielleicht. Wie heißen die 3 Primärfarben? Habt ihr beide gesagt Rot, Grün, Blau? Was hat Revi gesagt? Hast du gesagt Gelb? Rot, Gelb, Grün. Rot, Gelb, Grün ist falsch. Ja, ich hatte Rot, Gelb, Grün gesagt. Es ist Rot, Grün, Blau oder Rot, Blau, Gelb ohne Grün. Okay. Das hab ich gesagt, ne? Dann hat den nur Basti. In welchem Jahr erschienen die erste Pokémon-Spiele? Da wart ihr beide ein bisschen off, aber beide ein good guess. Es war 96. Ich glaube, Basti hatte 95, Revi 98, ja. Also war close. Okay, krass. Dann hatten wir die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Da hat Basti Mainz und Revi Mainz. Dementsprechend habt ihr beide einen Punkt. Für was steht die Abkürzung BGB? BGB steht für Bürgerliches Gesetzbuch. Hatte slightly off Bundesgesetzbuch. Deswegen hat Revi den Punkt. Revi hat Bürgerliches Gesetzbuch richtig. Was hat Helium für ein Formelzeichen? Das ist HE. Das habt ihr beide richtig. Wie hoch hängt ein Basketballkorb? Ich glaube, Revi hatte 2,95. Das ist slightly off. Und Basti hatte, ich glaube, 5,5 Meter. Ich wusste, dass es auf 5 endet, aber... Es sind 3,5 Meter. Also hättet ihr euch irgendwo in der Mitte treffen müssen, dann hätte das funktionieren können. Okay. Das hattet beide falsch. Was ist die Hauptstadt von Polen? Die richtige Antwort ist Warschau. Das hat Basti richtig. Gerade gesagt, ich bin so lost, Digga. Der kleinste Knochen im Körper ist Kiefer. Basti hat ja gesagt. Revi hat gesagt, falsch ist im Ohr. Und damit hat Revi recht. Das ist falsch und es ist im Ohr. Zu welchem Kontinent gehört Grönland? Basti hat gesagt, zu Europa, weil es auch politisch zu Europa gehört. Revi hat gesagt, Nordamerika. Und Nordamerika ist richtig. Heißt, den Punkt hat auch Revi. Und wie heißt die Währung in Japan? Ist Yen. Das habt ihr beide richtig. Mhm. Die Kontinentfrage hätte ja dann schon spezifischer sein können, oder? Nein, Basti, du hast die falsch beantwortet. Wieso? Ja, weil ich politisch Europa gesagt habe. Aber geografisch war, glaube ich, schon aber die Frage. Aber ist der Kontinent nicht immer aufs Geografische? Ja, ich glaube schon. Kontinent ist ein geografischer Begriff. Ich hätte auch eher dann gesagt, dass es politisch zur EU gehört und nicht zu Europa. Wir müssen jetzt auch keinen riesen Drama jetzt daraus machen, dann ist das okay, dann hat Revi gewonnen, dann passt es. Also mir ist es auch ernst egal, wirklich. Mir ist es auch ernst egal. Also von mir aus kannst du auch Basti einfach gewinnen, so. Okay, dann ist es die erste der dümmste Fliegt-Folge, wo 2 Leute gewonnen haben. Basti und Revi. Let's go. Props geht raus. Ihr habt das super gemacht. Ihr habt das mega gemacht. Ihr habt beide gewonnen. Perfekt. Ja, so mach ich das jetzt. Ihr habt jetzt beide gewonnen. Das ist das Ende. Ja, das ist das Ende des Ganzen. Revi hatte mit Grönland mehr Fragen richtig und Basti hatte mehr Herzen. Dementsprechend seid ihr jetzt beide Gewinner und das ist es. Hat alle sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr geil. Ich habe auch echt assi gespielt, ne? Ich glaube, wir sollten das jetzt halt, ne? Es ging jetzt um coolen Content und Unterhaltung. Ja, ich fand es wirklich sehr nice. Ganz großes Dankeschön fürs Hosten und fürs Fragen raussuchen. Und
und yes, sehr gerne wieder. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne. Macht's gut. Ne? So. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war das Ende, was wir jetzt für heute hier akzeptieren. Das wird mir jetzt zu stressig. Es ist ausschließlich für den Content. Also wer am Ende als Sieger rausgeht, ist natürlich schön, einen Sieger zu haben. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch die letzten, fast 3 Stunden unterhalten gefühlt habt. Das ist das Wichtigste für mich. Und wenn ja, dann ist die Aufgabe erfüllt.